Wenn man überall arbeiten kann, welche Rolle spielt das Büro eigentlich noch? Das Büro ist wichtiger und unwichtiger zugleich geworden. Aber kein Ort ist besser geeignet, um emotionale Bindungen zu stärken. Als Touchpoint zur Marke und als Tankstelle für Identität. Der Schlüssel? Es braucht eine große Vielfalt, aus der man auswählen kann. Ich bin so viel unterwegs. Eigentlich brauche ich keinen eigenen Schreibtisch mehr. Sharing ist das A und O. Der personenbezogene Arbeitsplatz ist Vergangenheit. Am besten ist alles für alle da. Konzentration und Gemeinschaft schließen sich dabei nicht aus. Großzügige Räume mit viel Tageslicht und guter Haptik bieten eine ganz besondere Atmosphäre. Wie eine Bibliothek oder wie im Grünen, wo man den Blick schweifen lassen kann. Jedenfalls soll man ganz individuell den Platz wählen können, der einem gerade am besten tut. Nur wer sich ab und zu ausklinkt, kann sich auch wieder einklinken. Ich finde auch, dass alles fluider wird. Müssen deshalb nicht Wellbeing und Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle in der Arbeitswelt spielen? Genau unsere Haltung. Die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen und Verantwortung für die Umwelt übernehmen. Damit meine ich aber nicht nur die Materialien und das Raumklima. Ich meine es eher ganzheitlich. Von gesunder Ernährung, über mehr Bewegung im Alltag, bis hin zu alternativen Mobilitätskonzepten. Wer sind wir am Ende des Tages ohne reale Kontakte, ohne zufällige Begegnungen? Ohne Frage sind unsere Treffen das Wichtigste. Wir haben den Großteil der Fläche der Gemeinschaft gewidmet. Für große und kleine Runden. Für Teammeetings oder Kreativworkshops. Sogar die Flure haben wir aufgelöst und zu Treffpunkten erklärt. Kein Quadratmeter wird verschenkt. Aber es sind auch nicht immer alle hier. Deshalb haben wir Studios für die hybride Zusammenarbeit. Du siehst, es ist alles da, was wir zum Arbeiten brauchen. Eigentlich wie in einer kleinen Stadt. Wie in einer kleinen Stadt. Das klingt gut.